Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Platin Vagess Unbox von Kollega und Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Platin war gestern von Kollega und Farid Bang. Das Ganze bereits am 10.8., am 10. August erschienen. Warum das Ganze erst heute unboxed wird von mir? Ich war die letzten 3 Wochen im Urlaub auf Bali und deswegen gibt es das Unboxing erst heute. Gut, wir schauen mal hinein. Wir machen dazu mal die Folie ab. Am besten schneiden wir das wohl hier an. So. Dann können wir hier die Folie abnehmen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier eine quadratische Box in so einer Platin-Optik, Hochglanz, passend natürlich zum Albumtitel. Und hier lesen wir, hier oben lesen wir, Banger Musik und Alpha Music Empire präsentieren Kollega und Farid Bang, Platin war gestern. Das Ganze in dieser Stempeloptik hier in Schwarz, der Titel. Ansonsten haben wir hier nichts weiter stehen, also die Seiten komplett blank, allesamt in dieser Platin-Hochglanz-Optik. Ebenfalls die Rückseite und hier haben wir dann noch einen Barcode und die Credits zum Album. Und dann schauen wir mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar, sehr schön. Von innen glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Nafri Trap EP Volume 1. Dann haben wir hier einen Flyer, einen Gutschein für Attack. Das Modelabel von Farid Bang. Dann haben wir das Trikot. Kommen wir gleich dazu. Dann das eigentliche Albumcover. In dem Fall hier als Poster. Quadratisch. Und dann haben wir hier ein sehr umfangreiches Buch. So sieht das aus. Dieser Bildband. Auch noch mit Folie eingeschweißt, kommen wir gleich dazu. So, die Box ist jetzt leer, von innen auch wieder weiß. Machen wir das Ganze mal wieder zu. Und nachdem die diversen Inhalte hier noch eingeschweißt sind, werden wir die mal hier rausholen. Also zum einen haben wir hier das Trikot, auch hier wieder JBG Platin war gestern zu lesen. So, das ist das Trikot. Dann haben wir die Nafri Trap EP. Hier ist das Ganze vorgestrichelt, also so perforiert. Jawohl, sehr schön. Kann man hier dann gut öffnen. Sollte man generell bei diesen Papphüllen, bei diesen Digisleeves einführen, meiner Meinung nach. Und dann haben wir noch diesen dicken Bildband hier, der ebenfalls eingeschweißt ist. So, jetzt müssen wir es noch aufbekommen. Jawohl. So. Gut. Nachdem sich hier wohl das Album befinden dürfte, fangen wir mit diesem Bildband an. Und zwar lesen wir hier wieder JBG Platin war gestern. In dieser Metall, in dieser Platin-Optik. Das Ganze quadratisch. Hier auf der Seite nochmals JBG Platin war gestern. Auf der Rückseite hier diese zerkratzte Optik und die Credits. Okay, dann schauen wir mal hinein. Jawohl. Und zwar haben wir hier ein Hardcover-Buch und das, was wir hier uns angesehen haben, war einmal hier der Umschlag. Den könnt ihr natürlich auch abmachen. So sieht das Buch dann ohne Umschlag aus. Hier ebenfalls wieder in Schwarz und dieser Silber-Platin-Optik. Und direkt auf der ersten Seite haben wir dann hier das Album. Und zwar die CD1. Platin war gestern. So sieht das aus. Und natürlich mit dabei die Platin war gestern Instrumentals, die sie dann auf
CD2. Ja, es ist natürlich etwas Besonderes, dieser Bildband. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte es bevorzugt. Jetzt hält das da irgendwie nicht mehr so ganz. Ich hätte es, um ehrlich zu sein, bevorzugt, wenn man das Album und die Instrumental-CD separat gemacht hätte. Also wenn man daher für diese beiden CDs wirklich dann noch ein ja, Standard-Jewel-Case oder gerne auch ein Super-Jewel-Case verwendet hätte. Von mir ist auch ein Digipack, aber ich bin jetzt kein großer Fan davon, weil wir haben hier so zwei Erhöhungen, so Schaumstoff, und ich hoffe mal, dass das bei euch ein bisschen besser funktioniert, aber bei mir hält diese CD wenig bis kaum. Das finde ich etwas schade und man kann das Albumcover jetzt nicht wirklich ins Regal stellen. Man hat nur unter Anführungszeichen dieses Buch, diesen Bildband. Aber ich hätte mich trotzdem über ein separates Album gefreut, über ein separates Jewel Case. Gut, dann schauen wir mal hinein. Und so haben wir hier die diversen Aufnahmen der JBG-Tour oder des Entstehungsprozesses um JBG. Also am Anfang hier jetzt hauptsächlich Touraufnahmen in Schwarz-Weiß. Und ihr seht schon jede Menge Fotos, teilweise über eine, teilweise über zwei Seiten, je nachdem. In Farbe und auch natürlich in Schwarz-Weiß, die so ein bisschen zeigen, was sich da die letzten Monate, die letzten Jahre so abgespielt hat. Bei Kollega und bei Farid Bang. Speziell auch dieser ganze Touralltag und hinter den Kulissen werden die meisten wahrscheinlich so noch nicht kennen. Hier unter anderem Dümaroc Backstage mit dabei. Manuelsen. Ja, also echt, echt jede Menge hier zu sehen. Dann hier der letzte Teil. Jetzt würde mich nur interessieren. Okay, hier haben wir einmal die Credits zur Tour. Ich hoffe, man kann das sehen. Jawohl. Mich würde es nur interessieren, ob wir hier noch irgendwo eine Tracklist haben zum Album, weil ich meine, der Bildband ist schön und gut. Allerdings fehlt mir jetzt, nachdem die CDs ja da drinnen sind, würde mir jetzt eine Tracklist fehlen. Gut, jetzt hat sich wieder die eine CD hier verabschiedet. Also diese Schaumstoffhalter da sind mal echt nichts für mich. Ich lasse sie jetzt einfach draußen. Das hat so keinen Sinn. Ja, also ich hoffe mal, dass man hier irgendwo noch die Tracklist vorfindet. Ich finde es jetzt nicht auf Anhieb. Deswegen lasse ich das jetzt, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wird wahrscheinlich auch so schon länger als geplant. Gut, zusätzlich zum Album. Das Album hat meines Wissens 15 Tracks und 5 Features. Die Features sind auf dem einen Track, nämlich auf dem Sturmmaske Remix, ist da mit dabei Summer Jam, 18 Karat, Capital Bra und noch zwei Features. Also einmal King Khalil und ich bin mir nicht sicher, wer das. Und ich glaube, auf dem Track waren sogar noch vier. Es waren vier Features auf dem Track, auf dem Sturmmaske Remix. Und zwar eben zwei aus dem Banger Camp, Summer und 18 Karat. Und eben King Khalil und Capital Bra. Und das fünfte Feature war dann Musier auf dem Track JBG in die Unendlichkeit oder bis in die Unendlichkeit. Gut, dann haben wir hier einmal das Cover des Albums, hier quadratisch. So sieht das aus, hier in Schwarz-Weiß, das ist ja das bekannte, das berühmt-berüchtigte Echo-Foto, wo Kollege gerade die Campino-Karikatur, Campino-Zeichnung präsentiert hat. So sieht das aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Eventuell ist das auch ein Sticker, aber nein. Also ich glaube, das ist so als Poster zu verwenden, in quadratischer Form. Zähle ich nicht wirklich als Boxinhalt, aber wir haben hier einen Flyer, einen Code, mit dem wir 15% auf einen DevShop Einkauf bekommen, und zwar hier mit dem Code JBGAQE18, also hier so ein Promocode für ATAC, und dann haben wir hier noch einen 15%
Deus Maximus Rabattcode. Sehr schön. Mit dabei die Nafri Trap EP Volume 1. Hier handelt es sich nochmal um 5 Tracks. Der bekannteste davon natürlich Zieh den Rucksack aus. Und die 4 anderen allesamt Solo-Tracks von Kollega und Farid Bang. Also keinerlei Fremdfeatures. So sieht das aus. Kommt in einem Digisleeve, in einer Papphülle. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch das Trikot. Und zwar habe ich in diesem Fall das Trikot von Kollega erwischt, das Boss-Trikot. Gab es ja in 2 Varianten, einmal das Banger-Trikot und einmal das Boss-Trikot. In dem Fall bei mir das Boss-Trikot in Schwarz und Gold. Das Banger-Trikot war in Schwarz und Rot. So sieht das aus. Wir haben hier einmal das Logo von Alpha Music Empire, diesen Löwen. Dann haben wir hier JBG Boss Edition, JBG in Gold. Und auf der Rückseite der Backprint mit Boss 01. Und die Ärmel sind hier jeweils mit so einem goldenen Abschluss. Und auch hier der Schulter- und Nackenbereich auch nochmal hier mit Gold verziert. Sieht gut aus, kann man eventuell zum Sport tragen. Wir haben hier keinen Hinweis, wir haben hier nur einen Größe L Einnäher. Es würde mich noch interessieren, ob wir hier unten vielleicht noch was vorfinden bezüglich des Materials oder der Herstellung. Okay, also es dürfte sich hier wohl um Merch handeln. Banger Musik lesen wir hier. 100% Polyester und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Trikot mit dem goldenen Aufdruck. Hier einmal das Logo von Alpha Music Empire. Dann hier JBG Boss Edition. Und hier in der Mitte nochmals groß das JBG Zeichen in Gold. Die Ärmel auch hier mit Gold verziert. Ansonsten das Ganze schlicht schwarz. So sieht das aus. Kann man auf jeden Fall tragen zum Sport oder auch zu anderen Aktivitäten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot in der Größe L. Wie gesagt, das gab es in 2 möglichen Variationen. Und zwar, hier kann man das sehen. Also es gab hier einmal die JBG Banger Edition und einmal die JBG Boss Edition. So sahen die jeweils aus. Ich habe in dem Fall, wie gesagt, die Boss Edition. Welche Version ihr vorfindet, das ist meines Wissens dem Zufall überlassen, also Hälfte der Auflage mit der Banger und die andere Hälfte mit der Boss Edition. Gut, dann haben wir diesen Rabattcode, diesen Flyer für Deus Maximus und Attack für den DevShop. Die Nafri Trap EP Volume 1 mit 5 Tracks von Kollega und Farid. Dieses quadratische Poster und natürlich das dicke Buch, dieser Bildband inklusive des Albums Platin war gestern und den Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box Platin war gestern von Kollega und Farid Bang. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega und Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.